Also die Burst-Modus von Agumon und Gabumon werde ich mir, glaube ich, erst ganz später holen, weil die jucken mich eigentlich gar nicht so. Ich finde die jetzt nicht so geil. Ich habe ja schon ein zweites Argument. Auch auf Level 80 nur dafür. Ja. Oh, ich hoffe, ich komme heute noch Thema 55, ey. Gute Gildenpunkte wieder gemacht. Jute, Jute. Ah, hier droppst du doch gar keine Aquadaten, ne? Aquatic. Come on, you guys saved yourselves by realizing that you can live together. Naja, wahre Worte. Wenn du mal kommst, ja, das hört sich so an, ey, als ob du gerade dein ganzes Haus auseinander nimmst. Aber. Ja, mag sein, mag sein. Was will man machen? Hast du ein anderes Headset drin? Nee. Weil das hört sich so laut an, so volle Pulle irgendwie. Nichts geändert. Okay. Ich habe gerade eben noch ein Video gemacht, da war alles fein. Es ist ja nicht schlimm. Also jetzt auch oder nur gerade? Gerade. Weil warum soll ich jetzt den CH Warum soll ich jetzt den Channel wechseln? Ganz bestimmt nicht. Ich nicht tun. Ich brauche eh nur noch zwei Quest-Items. Hier eins. Da. So, Film 8. Was? Nächster Film. Sind die auch mit deutschen Untertitel? Naja, gerade eben war auf Englisch, aber ja, klar. So, jetzt müsste ich alle haben. Na, da war ein klar Instanz, ey. Leute, jetzt hat er den Channel gewechselt. LOL! Die Filme sind echt schwer zu finden, ne? Sind die gut? Naja. Hast du auch den von Tamers und so auch?
Ja. Da sind die ja in so einer Insel oder so, ne? Ja, den habe ich vorhin geguckt. Wo einer Insel. Oh, 96%. Hier wieder ein. Lol. Zieht ihn bis hierhin, ey, die faulen Schweine. Die faulen Säcke, ey. Oh, ja, auch nicht. Aber jetzt kommt dieser traurige Film mit Doraemon X Evolution. Mit Dobermann. Doraemon, also von Raptor-Dramon oder so. Also, das brauche ich auch nicht machen. War das nochmal? Soll ich switch mal Channel und guck, ob das Feuervieh irgendwo anders ist? LOL, vier Channel, Alter, auf Waterfront. WTF? Mal gucken, ob das Vieh da ist. Hey, wo bist du? Hm, vielleicht in Channel 3. Channel 3. Oh, Manu. War ich denn gerade in welchem Channel? Mal gucken. Mal sehen. Das Ding ist überall schon down, ey. Das kann doch gar nicht wahr sein. Brenning, ding, ding. Hey, überall down. Geile Kacke. Na egal, dann kill ich jetzt mal ein paar Arukenimon. Moin, moin. Kann man Doraemon X farmen? Also Nee, für nee. all. Nee, ne, geht nicht. Also man kann sich die holen im Dazda und gegen diese Attribute tauschen, aber wer macht das bitte? Hast du die jetzt eigentlich Dokuno Mangage gekriegt? Nee, ich muss mir erstmal irgendwie Data besorgen. Ich habe so Okay. viele Eggs, aber die Arukenimon hier droppen halt nur die Eggs, aber keine Daten, deswegen. Aber auch Kinemon geht schnell down. Aber es gibt einmal die großen und die kleinen. Muss ich die kleinen killen oder was? Hm? Glaube ich schon, oder? Toll. Muss man die kleinen töten. Okay, niemand. Ja. 15 davon, danach diesen Giromon-Boss. Ja, den Giromon, den suche ich ja auch schon hier die ganze Zeit, aber der ist gerade nicht Er da. spawnt direkt daneben. Ja, weiß ich. Aber der Giromon ist in allen
Maps nicht da, also in allen Channels meine ich. Abut. Ja. Gott sei Dank gleich an Digi-Aura. Noch vier, jawohl. Chiron gibt 2,5 Millionen, glaube ich, wenn du die Quest machst. Beim unteren Elecmon musst du 20 Fragmente sammeln, da auf der Map, und wenn du die 20 hast, dann kannst du oben bei Elecmon weitermachen. Also ich empfehle dir da entweder bei Wizardmon die Fragmente zu sammeln, also dass du dann immer Channel hin und her switcht, oder bei Mammutmon. Also das sind die zwei schnellsten, die down gehen, und die spawnen relativ schnell wieder. Deswegen würde ich dann da immer gucken, dass du Channel wechselst und dann dir so die Fragmente holst für die Quest. Jo. Oh. 82, jawohl. Ich guck mal, ob ich den Chiromon irgendwo finde. Hoffe ich doch mal jetzt. Giromon, Giromon. Lol. Nimmst du da auseinander, Jung? Boom, boom, nix. Boom. Warum spawnen die denn hier Monsterkarten? Putz, putz, putz. Nee, es will wohl nicht. Das Phantomon ist ja auch übel schwer zu finden, ne? Auf der Map hier. Das irrt ja überall rum. Vielleicht ist dein Level noch zu niedrig, dass du mit dem Elecmon nicht reden kannst. Kann ja auch sein. Du musst alle Quests auf allen Maps vorher gemacht haben. Also ja, das auch. Also du musst erst mit Silver Lake anfangen, damit Silent Forest, dann was kommt danach? Lost Historic Site. Ja, Lost Historic Site und dann Waterfront, und wenn du das alles gemacht hast, also alle lilanen Quests, dann ja, dann könntest du weitermachen bei Infinite Mountain Engine. Ne, kein Giro und Energie. Oh, ich hab einen Follower. Ein neuer Follower ist gekommen. Willkommen.